Die brutale Ermordung des Lehrers Samuel Paty hat Frankreich zutiefst erschüttert. Doch die Folgen dieser Tat sind auch in anderen Ländern spürbar. Der Geschichtslehrer Paty wurde enthauptet, nur weil er seinen Job gemacht hat. Während einer Unterrichtsstunde, in der es um Meinungsfreiheit ging, zeigte er umstrittene Karikaturen des im Islam wichtigsten Propheten Mohammed. Auch in den Niederlanden fürchten Lehrer um ihr Leben, weil sie dieselbe Art von Unterricht praktizieren. Ein Lehrer dieser Schule in Rotterdam ist schon seit Wochen nicht mehr zum Dienst erschienen. Nach der Gedenkfeier der Schule für Samuel Paty hat er Drohungen erhalten, seitdem ist er untergetaucht. Schülern fiel eine Karikatur auf, die sich auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo bezog und die seit 5 Jahren in seinem Klassenzimmer hängt. Der Lehrer hat nur seine Meinung geäußert. Wenn man damit nicht einverstanden ist, kann man ja auch darüber reden und ihn höflich bitten, es wieder zu entfernen. Etwas Positives über Religion zu zeigen ist gut, doch Karikaturen sind meist negativ. Ich finde, es ist nicht angemessen, die Karikaturen in der Schule zu zeigen, vor allem wenn es Kinder gibt, die gläubig sind. Wir zeigen hier nur Teile der Karikatur, die die Debatte in den Niederlanden neu entfacht hat. Zu sehen ist ein kopfloser Karikaturist von Charlie Hebdo, der einem Dschihadisten, der ein blutiges Schwert schwingt, die Zunge herausstreckt. Einige Schüler haben den Dschihadisten fälschlicherweise als den Propheten Mohammed gesehen. Das Foto von der Karikatur im Klassenzimmer des Lehrers wurde kurz nach der Gedenkfeier für Samuel Paty in den sozialen Medien gepostet. Es kam zu Drohungen. Eine Schülerin wurde verhaftet. Von der Emmaus-Schule gab es dazu auf Anfrage keinen Kommentar. Wir waren bei 8 Moscheen und ebenso vielen Schulen, doch niemand wollte mit uns über Karikaturen und über Meinungsfreiheit diskutieren. Schließlich erklärte sich ein Lehrer einer anderen Schule bereit, mit uns zu sprechen. Zwar fühle er sich nicht unsicher, er bat aber darum, anonym zu bleiben. Provokation muss ein Ziel haben. Wenn es die Absicht ist, zu schockieren und dann mit den Kindern über diese Dinge zu sprechen, ist das vielleicht okay. Wir reden auch über Sex und auch über Pornofilme, doch ich zeige diese Filme nicht. Wir können darüber reden, ohne die Bilder anzusehen. 2 holländische Imame haben gefordert, das 2013 abgeschaffte Blasphemiegesetz wieder einzuführen. Andere meinen jedoch, die Meinungsfreiheit müsse um jeden Preis geschützt werden. Dafür setzt sich Dilian Jesilgös-Segerius von der konservativen Partei VVD ein. Sie sagt, dass man härter gegen Personen vorgehen will, die Karikaturisten, Journalisten, Anwälte und Richter bedrohen. Wir haben mit dem Chefredakteur der Website Cartoon Movement, Thierry Royaerts, gesprochen und gefragt, ob es Einschränkungen für seine Arbeit geben sollte. Wenn man Satire macht und Karikaturen erstellt, bewegt man sich am Rande der Meinungsfreiheit. Man will erkunden, wo hier die Grenzen liegen. Heute kommt erschwerend hinzu, dass Gewalt eine Rolle spielt, wenn man über Konsequenzen für Karikaturen spricht. Aber ich glaube nicht, dass es hilft, neue Grenzen zu setzen, denn die Übergänge sind fließend. Satiriker entscheiden selbst, wann sie über ein Thema zeichnen und wann sie es nicht tun. Sie haben Vorlagen, an denen sie sich orientieren. Die Freiheit der Meinungsäußerung ist nicht grenzenlos. Charlie Hebdo ist nicht der Ort, an dem alles begann. Die dänische Zeitung Jyllands-Posten war die erste, die im Jahr 2005 Karikaturen über den Propheten Mohammed veröffentlichte. Das französische Satiremagazin veröffentlichte sie erneut und fügte weitere hinzu. Das ist keineswegs eine Provokation. Die Ausübung des Rechts auf Karikatur und Pressefreiheit ist keine Provokation. Jeder weiß, was danach geschah. Der Anschlag auf Charlie Hebdo im Jahr 2015 war der Beginn einer Reihe von dschihadistischen Anschlägen, die in Europa rund 400 Menschenleben forderten. Samuel Paty war einer von ihnen und es war kein Einzelfall. Nur Wochen später wurden in Nizza 3 Menschen bei einem islamistischen Terroranschlag in einer Kirche getötet. In Wien wurden Anfang Dezember bei einer Schießerei in der Nähe einer Synagoge 4 Menschen getötet. Der sogenannte Islamische Staat bekannte sich dazu. Doch wie verbreitet ist der radikale Islam in den Niederlanden? Lassen sich hier Terroranschläge einfach vorbereiten? Wir haben diese Frage einer muslimischen Organisation in Rotterdam gestellt. Ihre Aufgabe ist es, zwischen dem Islam und säkularen Institutionen zu vermitteln.
Ich kann nicht hundertprozentig versichern, dass das hier nie passieren wird. Wir hatten unseren Anteil an Vorfällen in den Niederlanden. Einzelkämpfer waren dafür verantwortlich, nicht direkt die muslimische Gemeinschaft. Der Mord an einer der umstrittensten und berühmtesten Figuren des Landes ist immer noch in aller Munde. Fahrräder fahren achtlos über diesen Kreideumriss. Vor 16 Jahren wurde hier der Filmregisseur und Produzent Theo van Gogh getötet. Das holländische Enfant Terrible bezahlte für seine Provokation gegen den Islam mit dem Leben. Die Redakteurin Ebru Umar hat jahrelang mit Van Gogh zusammengearbeitet. Sie tritt vehement für Meinungsfreiheit ein und musste damit klarkommen, dass diese mit einem Preis verbunden ist. Alles, was wir geschrieben haben, hat Spaß gemacht, aber es war auch eine Herausforderung. In dem, was wir geschrieben haben, steckte Humor. Wir hätten nie gedacht, dass jemand aus religiösen, islamischen Gründen morden würde. Dann ist es passiert. Van Gogh bewegte sich am rechten politischen Rand. Er polarisierte, wie etwa mit seinem Dokumentarfilm über Frauen und den Islam. Seine expliziten, provokativen Szenen waren der Auslöser für den Mord durch einen in den Niederlanden geborenen Muslim. Ebru Umar prangert das Schweigen an, das nach solchen Ereignissen entsteht. Es ist in Frankreich passiert, aber eines Tages wird es auch hier passieren. Wir ignorieren es einfach und halten den Mund, solange es nicht vor der eigenen Tür passiert. In den Jahren 2005 und 2006 brachen in der gesamten muslimischen Welt gewaltsame Proteste aus, nachdem die Karikaturen veröffentlicht wurden. Hunderte Menschen wurden dabei getötet. Die gleichen Szenen spielen sich auch heute noch ab. So reagierten muslimische Länder auf die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, hart gegen den radikalen Islam vorgehen zu wollen. Konsequenzen kündigte er sowohl vor als auch nach dem Tod von Paty an. Hat sich also seit 2015 nichts geändert? Seit Charlie Hebdo ist es gefährlicher geworden, es ist unberechenbarer geworden. Wir haben mehr Drohungen wegen unserer Arbeit erhalten. Das Umfeld, in dem Karikaturen entstehen, ist undurchsichtiger und komplexer geworden. Viele Fragen bleiben offen. Muss die muslimische Gemeinschaft ihre Forderung nach einem Blasphemiegesetz überdenken? Oder muss sich die westliche Welt an eine Bevölkerung anpassen, die immer vielfältiger wird?